Und ich werde jetzt mit euch hier nochmal eine Hero-Expedition versuchen. Mal schauen, wie weit wir kommen. Select Hero. Ich take hier einfach mal alle meine Helden. Zack, 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 zack. Und ich habe genauso viele Helden wie reinpassen. Und da würde ich mal sagen, wir starten sofort. Und das ist natürlich so ein Brocken, da schluckt man erstmal, weil die sind echt gut. Die Hero-Expedition, so wie das heißt, die hier kommen. Und mal schauen, ob wir das schaffen, wie viele Helden ich da dafür einsetzen muss. Man kann hier keine Truppen, keine Fähigkeiten, gar nichts einsetzen. Man ist mit seinen Helden auf sich allein gestellt. Das Update wird morgen oder übermorgen oder am Montag für Deutschland rauskommen. Das heißt, da werde ich dann mit meinen Main-Helden, also mit meinem Hauptaccount, mal richtig loslegen. Das sind natürlich dann ganz andere Hero-Expeditionen. Und ihr könnt immer maximal 6 Helden setzen. Aber wenn ihr auf dem amerikanischen Account einen Account habt, auf dem amerikanischen Server einen Account habt, dann wisst ihr das hier alles schon. Kommt ja in ein paar Tagen auch für Deutschland raus. Und schauen wir mal, wie weit wir kommen. Sobald ein Held stirbt, kann ich ja 9 Helden setzen. Und der Druide wird hier gerade aktiv angegriffen. Oh, und der Druide hat ganz knapp gelebt wegen seinem Wiederbeleben. Mein Druide hat Wiederbeleben, ich weiß es nicht gut. Aber es hat mir gerade wirklich den Arsch gerettet. Und hier kann ich jetzt, aua, noch einen Eisdämon hinsetzen. Der schießt hier über die Mauern drüber. Und dann, was haben wir noch hier? Setzen wir noch hier einen Schamane hin. Sonst kann ich noch keinen neuen setzen. Ich hoffe, wir kommen wenigstens bis R2. R2 werden wir nicht schaffen. Ihr seht, wie stark die hier sind. Das sind natürlich alles echte Dörfer von echten Spielern. Die Spieler bekommen davon aber nichts mit, dass sie angegriffen werden. Zack, 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 zack. Und ich würde sagen, wir beenden jetzt, weil wenn man nur einen Stern schafft, dann bekommt man das hier auch. 66 und 16, man bekommt zwar nicht viel, aber man hat es geschafft. Und dann gehen wir hier gleich weiter. Hier sind noch alle meine Helden, die wo jetzt gestorben sind, kann ich leider nicht mehr auswählen. Wir versuchen jetzt hier einfach einen Stern zu bekommen und dann weiterzugehen. Weil ihr seht, die haben schon Feendrachen Level 3 oder 4. Also das ist echt hart hier, was hier geboten wird. Schamane können wir noch da hinten hinsetzen. Huntsmen, das sind alles Fernkämpfer. Frosthexe. Und der Ingenieur am besten hier noch. Eisdämon, pack mal alles dazu. Und 9% haben wir. Ich hoffe, wir schaffen die 50% wenigstens. Aber so wie es aussieht, sieht es eigentlich gut aus. Eiche Mist und hier noch ein paar. Oh, ja, das war gerade echt knapp. Die Frosthexe wäre fast gestorben. Und jetzt setze ich hier mal eine Triade. Die stunt noch schön, die Triade. Und ich habe, ihr seht, ich habe keine Helden mehr. Wir haben jetzt 23%. Also das wird hier echt kritisch. Hier leben jetzt noch die Frosthexe und der Druide. Mal schauen, ob die 50% schaffen. Danach werden wir keine Hero-Expedition mehr machen können. Ich kann jetzt zwar gleich beenden, aber das wird keinen Sinn mehr haben mit 2 Helden, wenn wir es überhaupt so weit schaffen, ja, mit einem Helden in die Hero-Expedition reinzugehen. Und jetzt wurde der Druide auch noch gestunt, was sehr unpraktisch ist. Vom Magiturm wird er hier die ganze Zeit gestunt, von 2 Magitürmen. Und wir haben 33%, es wird richtig knapp, Leute, es wird richtig knapp, 37%, und jetzt greift er natürlich die Mauer an, ganz klar. Wenn er nichts Besseres zu tun hat, dann greift er einfach die Mauer an. Rohstoffe bekommt man hier natürlich auch nicht. Und jetzt greift er das Rathaus an. Das hat schon mal 10%. Das heißt, wir werden dann so ungefähr bei 47% liegen. Und es wird ganz knapp ausgehen. Ganz, ganz knapp. Wir haben jetzt hier die 47%. Und jetzt greifen hier die Feendrachen meinen Druiden an. Das ist natürlich sehr unpraktisch, dass der Druide hier das Goldlager angreift und nicht die Feendrachen. Aber hier sind die 50%. Wir haben es ganz knapp geschafft. Druide ist tot. Victory, so gefällt mir das, Leute.
R3 werden wir nicht mehr schaffen, aber R1 und R2 haben wir geschafft. Mal schauen, ob am Montag dann schon das Update draußen ist. Dann werde ich am Montag auf jeden Fall ein Video nur über das Update machen mit meinen Helden. Mal schauen, wie weit wir kommen werden. Wenn ihr auch angeschaut werden wollt, dann schreibt einfach euren Namen, eure Gilde und euren Server unten in die Kommentare. Wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt, dann abonniert doch einfach Rushcore. Das ist total öko und logisch. Ist kein CO2-Ausstoß oder so. Ihr tut sogar was für die Natur. Und damit würde ich mal sagen, see you later, Alligator.